Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht von zwei Trading-Betrügern, naja, die wie immer ganz besonders von sich halten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Tschüss. Hallo, mein Name ist Michael, spreche ich mit der Gunther Tellerrand? Ja. Ja, wie gesagt, ich heiße Michael, ich bin ein Kundenberater der Investmentfirma, also das ist eine Trading-Plattform. Freut mich, dich kennenzulernen, Bruce. Sie bitte. Freut mich, dich kennenzulernen, Bruce. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls. Okay, haben Sie, ich wollte Sie fragen, ob Sie Ihre Angaben hinterlassen haben bei uns auf der Webseite, nämlich Ihren Namen und Ihre Nummer. Ja. Haben Sie das gemacht? Ja, wer denn sonst? Okay, perfekt. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrungen im Handeln, im Traden? Ne. Nein. Aber wollen Sie haben? Ja. Perfekt. Okay, denn wir sind eine Plattform für Ansteiger, für Anfänger. Das bedeutet, dass wir bieten eine vielfältige, eine breite Palette von Services für Anfänger. Nämlich, was wir machen können, ist erstens, jedem Kunde bei uns wird ein kostenlos, es ist alles kostenlos, Sie müssen dafür nichts bezahlen. Es wird Ihnen ein Finanzberater oder auch Finanzanalytiker oder der sogenannte Broker zugewiesen. Und was kann er machen? Was macht er? Erstens, er kann Ihnen das Trading, das Handeln beibringen. Er wird Ihnen erzählen, was er macht, warum er macht, woran er verdient und so weiter und so fort. Er wird Ihnen sogar alle Nachrichten aus der Finanzwelt mitteilen. Und zweitens, seine wichtigste Funktion ist, dass er Ihnen das Geld verdienen wird. Seine Rendite im letzten Monat waren kurz über 40%. Das gleiche erwarten wir in diesem Monat und im nächsten auch, weil nach den ganzen Ferien, nach den Feiertagen, Silvester, Weihnachten und so weiter und so fort, wenn man sehr viel Geld ausgab, dadurch sind große, extrem große Schwankungen auf dem Aktienmarkt entstanden und wir wollen jetzt daran verdienen. Also was der hier schon wieder für eine gequirlte Scheiße von sich gibt. Ne? Also das, was der hier eigentlich sagt, ist nichts anderes, als dass hinterher jemand anruft, um euch professionell zu verarschen, nachdem ihr dann Geld eingezahlt habt. Das ist ja quasi schon die Vorbereitung auf den Folgebetrug, der dann kommt, wenn man die 250 Euro schon in dieser Firma versenkt hat. Ja, das Problem ist dabei, für viele hört sich das hier vielleicht sogar schon so halbwegs professionell an, denn, naja, er macht jetzt erstmal einen soliden Eindruck, auch wenn wir jetzt hier alle wissen, dass es Betrug sein wird. Tja, der verkauft sich schon mal nicht ganz so schlecht und immerhin kann er auch Deutsch. Das ist auch nicht so oft bei den Betrügern, dass man die versteht, was die eigentlich von einem wollen. Und der erklärt und erzählt ja auch ziemlich viel von alleine. Naja, aber dass es nichts anderes als Lüge und Betrug ist, das lässt er hier natürlich in seiner Erklärung vollkommen weg. Ist ja logisch. Zweitens, was wir haben, das ist so ein Roboter, ja, das ist so ein automatisiertes Handelssystem, das funktioniert von sich selbst, von alleine. Das können Sie einfach beim Einloggen aktivieren und es so bleiben lassen, weil alles, was Sie nach dem brauchen, ist quasi einmal täglich Ihren immer wieder zunehmenden Kontozustand überwachen. Mehr nicht. Das Einzigste, was ich hier täglich machen muss, ist das Geld beim Wachsen zuzugucken. Also den Kontostand beim Wachsen zuzugucken, hat er hier gemeint. Oh Mann, also ich glaube, unseriöser geht's gar nicht. Welche Bank würde euch ja so ihr Produkt bewerben, dass ihr überhaupt nichts machen müsst und ihr dabei zugucken könnt, wie das Geld täglich wächst und wächst und wächst und sich von alleine durch nichts vermehrt? Tja. Das ist ganz klar, was hier passiert. Man wird euch eine Geschichte vorspielen, man hat ein schönes Demo-Programm entwickelt, wo man dann, vielleicht sogar eins von der Stange genommen, wo man dann eine echte Trading-Handelsplattform für euch da wirklich bereitstellt. Allerdings funktioniert die nicht. Die ist zwar an der Börse angeschlossen, ist aber auch nicht schwer, weil letztendlich braucht man nur die Schnittstelle dahin. Ja, und dann kriegt man alles angezeigt. Tja, und euren Kontostand, den kann man ja über ein Demokonto laufen lassen. Und man kann da auch die Zahlen frisieren, wenn es ein Demokonto ist. Also quasi Geld einfach dazuschreiben. Und Gewinne einfach nur so tun, als gäbe es welche. Ja, und das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. Man spielt euch hier Gewinne vor und hinterher wird man euch dann dazu bringen oder bringen wollen, dass ihr noch mehr Geld einzahlt. Und dann könnte man ja noch viel mehr Gewinne machen. Na, also man wird erstmal viele Gewinne machen, aber noch ganz kleine. Und damit man die erhöht, werden sie euch dazu überreden, noch mehr Geld nachzuschieben. Dann geht es um die paar Tausend vielleicht. Ja, und wenn man dann was auszahlen möchte, dann ist die Firma entweder bis dahin schon lange weg,
irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder man denkt sich irgendwelche Gebühren aus, die man dann nochmal überweisen muss, weil wegen irgendwelchen Transfergeschäften muss man dann hier noch Gebühr XY bezahlen. Wenn man sich dann nachher 100.000 Euro auf einem Demokonto auszahlen lassen möchte, dann sieht es auch glaubwürdig oder vermeintlich glaubwürdig aus, dass man da erstmal, was weiß ich, 2.000, 3.000, 10.000 Euro an Gebühren vorstrecken muss. Tja, dass das aber alles nur Betrug ist, wir wissen das. Und ich hoffe, ihr unterrichtet alle Menschen, die ihr kennt, damit die das auch wissen. Woran möchten Sie handeln? Eher so Aktien, Kryptowährungen oder Rohstoffenmarkt? Ich habe gehört, man kann in China Wasser kaufen. Noch einmal? Ich habe gehört, in China kann man Wasser kaufen. In China, was kann man? Wasser kaufen. Ja, das kann man. Das kann man. Mach mal. Okay, also, was Sie jetzt machen können, ist bei uns ein Konto aufmachen. Es ist auch kostenlos. Was kostet denn da der Liter? Wie bitte? Was kostet denn da der Liter gerade? Das kostet 250 Euro, aber Das heißt nicht, Sie haben etwas bezahlt, also weil das pro Geld Liter. Bleibt Ihr Geld. Und das ist dann pro Liter, oder wie? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Na, was kostet denn der Liter Wasser? Ja, das ist nicht 1 Euro wahrscheinlich. So billig. Okay, was kostet denn bei Ihnen? Das kommt drauf an, aber so 1,29 sind wir hier schon. Okay. Also, was Sie bei uns, was Sie jetzt machen können, Hand ist... Zu meistens. Was Sie jetzt bei uns machen können, ist einfach ein Konto aufmachen, wie ein Bankkonto. Sie können, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Das Geld bleibt aber Ihr Guthaben sein. Das bedeutet, das Geld, auch diese 250 Euro, das können Sie jederzeit abheben in 15 Minuten, in 30 Minuten, im nächsten Jahr, im nächsten Monat, weiß ich, ja, das können Sie jederzeit machen. Ja genau, das stimmt halt eben nicht. Man wird das Geld dort nicht mehr rausbekommen. Man kann dort einzahlen, aber rausbekommen tut man da nichts. Ich denke mal, das ist auch, glaube ich, jedem klar. Also, naja, und zumal am Anfang hat er ja auch noch so dolle damit rumgeprahlt, dass ja hier alles kostenlos sei. Und ja, nur auf einmal soll man ja doch was investieren. Also weiß ich nicht, was der damit kostenlos irgendwie hat. Klar ist vielleicht angeblich diese Dienstleistung, die er da jetzt gerade macht, kostenlos. Vermeintlich. Letztendlich klauen sie ja alles. Ja, auch die Beratung bei der Bank ist kostenlos. Ja, aber hinterher will ja jeder an euch verdienen. Das ist auch logisch. Also kostenlos bleibt sowas 100% nicht. Und kostenlos ist auch nicht, wenn ihr Geld aufgeladen habt und das ist danach einfach weg. Tja, das war dann teures Lehrgeld, nennt man das so, glaube ich. Das ist auch bezüglich des Gewinnes. Also haben Sie 100 Euro verdient, dann können Sie das Geld gleich auch abheben, wenn Sie es brauchen. So, und Sie werden noch eine Garantieerklärung bekommen oder schreiben, das ist so ein Vertrag, und der lautet, dass Ihr Geld kann einfach nicht so verloren gehen. Das bedeutet, wenn damit der Finanzberater, dieser Finanzanalytiker oder dieser Roboter handelt und es verliert, dann folgt von uns Ihnen die komplette Erstattung des Geldes. Also die 250 Euro würden Sie dann, das heißt, das würden Sie zurückbekommen. Und auch das ist völliger Blödsinn. Wie soll man denn Geld zurückbekommen, wenn man das an der Börse verloren hat? Also selbst wenn das hier ein ernst gemeintes Angebot wäre, was es ja definitiv nicht ist, wenn Geld weg ist, ist es weg. Dann schenkt euch das keiner den Verlust. Also von daher, bescheuerter und blödsinniger geht das einfach überhaupt nicht. Man kann Geld nicht aus dem Nichts zurückverschenken. Womit machen die denn sonst nachher noch Gewinne? Ja, aber so gehen halt die Betrüger vor. Man täuscht euch, so dass ihr denkt, das ist erstmal ein tolles Angebot und klingt ja erstmal ganz gut, wenn man da sein Geld wieder rausbekommt. Naja, nur, dass man da sein Geld in eine Einbahnstraße schiebt und nicht wieder rückwärts das Geld zurückholen kann, das erwähnt da nie einer. Seltsam. Gut. Okay, möchten Sie vielleicht bei uns ein Konto aufmachen? Ja. Okay, haben Sie eine Visa- oder Mastercard-Karte? Ja. Okay, dann haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nein. Sind Sie vom Computer? Ja. Okay, dann ich kann Ihnen per E-Mail einen Link schicken. Ich sehe hier ausgang@tellerrand.com.
Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, dann werde ich jetzt hier gleich einen Link schicken. Hm. Den müssen Sie einklicken und da geben Sie Ihre Kartendaten ein, also machen die Überweisung und das war's. Dann werden Sie gleich ein Konto erhalten und werden mit einem Finanzberater kontaktieren, sofort. Ist es Ihnen angenehm, wenn Sie es heute starten? Hm. Was macht ihr denn Schönes mit dem Geld? Noch einmal. Was macht ihr denn Schönes mit dem Geld? Wir legen das Geld an, zum Beispiel kennen Sie, wissen Sie, was Hasbro ist? Hasbro-Unternehmen? Drogen? Hasbro, das ist, also, haben Sie Kinder? Nee. Okay, also Hasbro-Unternehmen, das ist ein Unternehmen, der produziert Kinderspielzeuge. Ein amerikanisches Unternehmen. Und wir haben im letzten Monat sehr viel Geld daran verdient, dass wir es noch im Sommer die Aktien gekauft haben und im Dezember es verkauft. Nee, aber sowas möchte ich auf keinen Fall unterstützen. Warum nicht? Das klingt nicht gut. Ich stecke doch mein Geld nicht in Spielzeug. Das sind die Aktien von einem Spielzeugunternehmen. Ja, Aktien. Aber sowas kann ich nicht unterstützen. Okay, dann haben wir auch Kryptowährungen. Ja. Haben Sie was von Shiba Coin gehört? Habt ihr auch irgendwas Illegales da? Nein, auf gar keinen Fall. Schade. Ich wollte unbedingt mal was Illegales kaufen. Das ist eine ganz normale, das ist die deutsche Börse. Mir nicht. Aber es ist schon komisch, dass ihr da nichts Illegales habt. Warum? Ja, ich meine, wenn hier sonst die Betrüger anrufen, die haben wenigstens irgendeinen anderen Stoff. Okay, meinen Sie, wir sind Betrüger? Nee, ich weiß das. Woher denn? Ja, ich habe mich ja bei so einer Betrugswerbung eingetragen und dann hat jemand angerufen. Also, du da. Das machen die Betrüger immer und die Betrüger haben auch alles gleiche Skript. Und, naja, dann landen die Betrüger alle komischerweise jedes Mal auf YouTube. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das rutscht einfach so ins Internet. Okay, warum haben Sie einfach dann die Zeit, also warum haben Sie Ihre Angaben hinterlassen? Damit ich den Betrügern so viel Zeit wie möglich stehlen kann, um daraus dann Comedy auf YouTube zu machen. Und etwas Aufklärung. Nebenbei. Okay, ich habe Sie verstanden. Sie denken, wir sind Betrüger? Nein, ich weiß, ihr seid Betrüger. Okay, also möchten Sie kein Konto aufmachen? Doch, natürlich. Okay, ich habe Sie verstanden, okay. Dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute und bleiben Sie einfach gesund. Das ist das Wichtigste im Moment. Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass Sie nicht gesund bleiben bei dem Job, den Sie machen. Du hast nur dein Mikrofon gestummt, aber nicht aufgelegt. Oh Mann, seid ihr Klopse. Hallo, Kloppi, dein Telefon läuft noch. Es ruft schon wieder der nächste Betrüger bei mir an. Kuckuck. Dein Mikrofon ist wieder an, ich kann die Hintergrundgeräusche hören. Ja, und der Typ war tatsächlich auch noch eine ganze Weile dran, bevor er aufgelegt hat. Die Hintergrundgeräusche sind jetzt ja leider aus dem Video nicht mehr zu hören, weil, wie gesagt, ich filter ja immer Musik und den ganzen Krach- und Störgeräusche raus. Da bleibt ja nicht mehr so viel über, was man dann eben noch hört. Ja, aber ich würde sagen, den haben wir wieder genau da gepackt, wo es sein muss. Ja, also was anderes ist er definitiv nicht. Ich meine, ihr müsst euch immer euer eigenes Bild machen, aber ich glaube, er hat ja wieder ganz gut selbst bewiesen, dass das ganze Ding, was da läuft, nicht unbedingt seriös sein kann. Geld-Zurück-Garantie auf dem Börsenmarkt. Logisch, wenn's Geld weg ist, ist es weg. Da kriegt ihr nichts geschenkt. Also, naja. Aber machen wir mal mit der nächsten Betrügertante weiter. Guten Tag. Ja, hallo, mein Name ist Firma Meteor Trade. Grüß Team. Aha. Ich sehe gerade, Sie versuchen eine Einzahlung zu tätigen, über 500 Euro. Sie hatten, glaube ich, auch schon mit meinem Kollegen gesprochen. Kann das sein? Mit Herrn Daniel Stumm? Das ist tatsächlich eine Tante, die anruft für den Typen Daniel Stumpf. Den hatten wir erst. Tja, aber warum rufen die jetzt hier nochmal an, wenn sie ja selber sogar schon weiß, dass es mit dem ersten Typen nicht geklappt hat? Schreiben die sich das nicht auf, dass da am anderen Ende jemand sitzt, der Betrüger gesagt hat oder irgendwie sowas?
keine Ahnung. Also die nerven tatsächlich die Kunden, obwohl man mit denen schon mal mehr oder weniger Streit hatte am Telefon, die nerven die nochmal. Da rufen die einfach nochmal an und das ist hier in der Vergangenheit ziemlich oft auch schon aufgefallen. Manchmal sagen die das gar nicht, dass es schon der zweite Anruf ist. Manchmal kriegt man das erst am Ende raus. Einmal hatte ich jetzt hier zum Beispiel schon, wo ich dann gesagt habe, ich habe keine Frau. Und dann hat die gesagt, ja, das letzte Mal am Telefon haben sie aber gesagt, sie haben eine Frau. Da rufen die einfach nochmal an und tun so nochmal auf doof, ob sie da nochmal mit durchkommen. Und das verstehe ich auch echt überhaupt gar nicht. Wenn der Kunde schon einmal Nein gesagt hat und klipp und klar offen gesagt hat, dass das ganze Ding hier Betrug ist, warum rufen die eigentlich nochmal an und versuchen, ihr Skript nochmal runterzurattern? Und vor allem diese Tante hier spricht ja in einer Geschwindigkeit, die auch nicht von mir vorgespult wurde. Also das ist tatsächlich ihre Sprechgeschwindigkeit. Naja, lassen wir sie mal weiter brabbeln. Ja, so ein stumpfer Typ hat schon angerufen, ja? Okay, ja, verzeihen Sie, er ist neu bei uns. Dementsprechend leider aktuell noch nicht geduldig. Mhm. Genau, also Sie möchten über unsere Seite mit Mastercard, ne, bezahlen, ist das richtig? Weiß ich nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ich sagte, weiß ich nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen. Weil bei uns über die Seite geht nur die Mastercard. Warum? Wir sind bei uns sind die Systeme überlastet seit Weihnachten, nachdem wir einen großen Ansturm an Kunden hatten. Den Fehler sind die Kollegen gerade am Beheben. Aktuell funktioniert nur Mastercard, die aber auch nur wahlweise. Aktuell funktioniert nur Mastercard, die aber auch nur wahlweise. Kann mir das einer auf Deutsch übersetzen, so dass man das versteht? Also wenn es nur die Mastercard gibt, dann ist doch nichts mehr wahlweise. Oder fällt die wahlweise auch aus und die können gar keine Zahlung annehmen? Ich weiß es nicht. Also, weiß ich nicht. Die machen sich ja sowas von selber lächerlich. Vor allem einen riesen Ansturm vor Weihnachten. Und deswegen sind die Systeme überlastet. Oh Leute, ob man jetzt nur eine Transaktion übers Kartengerät zieht oder 1000, das interessiert das System nicht. Also, Leute. Und ich glaube nicht, dass da so ein Ansturm ist, dass sie denen die Produkte aus der Hand reißen. So ein gequollener Blödsinn. Also. Wie bitte? Es tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Hauptsache, dass wir zu einem gewünschten Resultat kommen. Der Rest ist alles nicht so wichtig. Ich schaue gerade einer. Sie haben aber. Mit was für einer Zahlmethode haben Sie denn gerade bezahlt? Mit der Visa-Karte. Mit der Visa-Card? Achso, okay. Nee, das wird nicht funktionieren bei uns. So, für eine Visa-Card, da kann ich Ihnen eine andere Zahlungsmethode geben, wenn Sie möchten. Ich dachte, das ist kaputt. Sind Sie am Computer? Wie bitte? Ich dachte, das ist kaputt. Ja, aber es gibt ja verschiedene Seiten, über die man zahlen kann. Also unsere Hauptseite ist unsere Hauptseite, aber Mittel und Wege gibt es, wo man rüber bezahlen kann. Weil alles, was Sie brauchen, ist ja Ihre Wallet-Nummer. Das ist eine virtuelle Geldbeutelnummer, die zu Ihrer Kundenkartei hinzugeordnet ist. Die wird automatisch erstellt, sobald Ihre Kundenkartei erstellt wird. Also die kann ich Ihnen einmal zukommen lassen, gemeinsam mit der Seite, und da begleite ich Sie gerne einmal durch, dass wir das einmal gemeinsam gerne lösen. Wie ist das? Ja. Hallo? Hallo. Können Sie mich hören, Jana, oder? Ja, Test, okay. 1, 2, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Also, möchten Sie per E-Mail einen Zahlungslink bekommen von mir, oder wie ist das? Also, muss ich dann mit E-Mail bezahlen? Sie müssen ein was? Muss ich dann mit E-Mail bezahlen? Mit einer E-Mail kann man ja nicht bezahlen. Doch, bei PayPal. Ja, bei PayPal, aber bei uns, wir nehmen keinen PayPal. So. Soll ich Ihnen eine E-Mail fertig machen? Wen wollen Sie fertig machen? Ob ich Ihnen eine E-Mail fertig machen soll. Ja, das wäre nett. Okay, alles klar. Ich begleite Sie dann gerne einmal durch, weil damit es keine Schwierigkeiten gibt. So, ganz kleinen Moment. Wann sind Sie denn da? Wie bitte? Wann sind Sie denn da? Wie, wann bin ich denn da? Na, Sie haben doch gesagt, Sie möchten mich begleiten. Ja, das mache ich gerade. Ich dachte, Sie kommen daher. Nee, das wird nicht gehen. So, einen kleinen Moment, ich suche mir hier gerade meine Seite raus. Die hatte ich gerade eben offen. So, einmal kopieren und einfügen.
Sagen Sie, ich habe hier die E-Mail-Adresse gustav.klausebengel@googlemail.com. Das ist Ihre korrekte E-Mail-Adresse? Nee, das habe ich aber auch dem stumpfen Typen schon gesagt. Okay, ja, aber ich habe das in Ihrer Kundenkartei. Ich weiß nicht, über was Sie genau mit Herrn Stumpf gesprochen haben. Na, der wollte meine E-Mail-Adresse ändern, aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Ja, das ist nicht schlimm, dann mache ich das gerne für Sie. Wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Also der Vorname und Nachname, das ist soweit alles richtig, aber nach dem @-Zeichen kommt was anderes. So, Lösebengel, dann das @-Zeichen und dann kommt was? M. Ja. Dann ein D. Mhm. Dann ein C. Ja. Dann noch ein C. Mhm. Dann ein F. Mhm. Ein U. Mhm. Und ein N. Okay. .de oder .com? Ach ja, .de. Habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. So, alles klar. Also ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Schauen Sie gerne einmal nach. Ich log mich mal ein. Wie meinen Sie? Na, ich log mich da mal ein. Sie loggen sich wo ein? Na, bei E-Mail. Haben Sie denn meine E-Mail bekommen? Na, muss ich mich doch erstmal einmelden. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Da sollte in der E-Mail eigentlich ein Link sein und eine E-Mail-Wallet-Adresse, beziehungsweise eine Internet-Wallet-Adresse. Haben Sie die rauskopiert? Nein. Dann machen Sie das gerne, bitte. Ja, ich muss mich ja erstmal einmelden. Das ist nicht notwendig. Auf der Seite füllen Sie dann erstmal... Ich komme doch da gar nicht rein in meine E-Mail. Warum kommen Sie in Ihre E-Mail nicht rein? Na, wenn ich mich nicht einmelden darf auf meinem E-Mail. Warum dürfen Sie sich nicht... Ach so, Sie meinen, Sie wollten sich bei Ihnen in den E-Mails einloggen? Ja. Ja, dann machen Sie das gerne. Herr Lausebengel, wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich mich noch mal in einer halben Stunde ungefähr bei Ihnen melden. Ich habe jetzt nämlich in 2 Minuten einen Kundentermin. Nee. Probieren Sie gerne einmal eigenständig, ob Sie soweit zurechtkommen. Ansonsten bin ich in einer halben Stunde wieder für Sie da, ja? Nein. Tut mir leid, ich hatte, wie gesagt, einen Kundentermin, der aber von mir vereinbart wurde. Warum rufen Sie mich denn an, wenn Sie einen Termin haben? Naja, ich wollte Ihnen ja nur mit der Zahlung behilflich sein. Naja, und dann wollen Sie auf einmal weggehen, obwohl Sie mir helfen wollen. Weil das alles ziemlich gut verständlich ist, was Sie in der E-Mail zu finden sind. Aber ich und in einer halben Stunde, wenn Sie nicht weiterkommen, bin ich für Sie gerne wieder da. Nein. Alternativ sage ich gerne Herrn Stumpf Bescheid, dass er sich nochmal bei Ihnen melden soll. Nee, mit dem stumpfen Typen will ich nicht mehr reden. Okay, dann rufe ich Sie in einer halben Stunde nochmal an. Nee, aber vorerst muss ich... Geht nicht. Auflegen. Tut mir leid, ich habe Sie ja vom Herrn Stumpf sozusagen einmal übernommen. Meine Kunden haben bei mir aktuell Priorität. Dadurch, dass es ein vereinbarter Termin war. Nein, Sie meinen nicht Ihre Kunden. Sie meinen Ihre Opfer. Nein, ich meine meine Kunden. Nein, Sie meinen Ihre Opfer. Meine Kunden. Nein, Ihre Opfer. Wie Sie möchten. Alles Gute für Sie. Ja, wiederhören. Für Sie nicht, Scheißbetrüger. Also eins muss man ihr ja lassen. Sie hat sich höflich aus dem Staub gemacht. Aber... Das geht auf jeden Fall auch nicht. Mir zu erzählen, sie muss sich erstmal um ihre priorisierten Kunden kümmern. Und was bin ich da am Telefon? Naja, weiß nicht, ob sie mich durchschaut hat, aber auf jeden Fall ist das nichts Seriöses. So verhält sich keine seriöse Firma. Und auch wenn sie sich jetzt zum Schluss nett verabschiedet hat oder mehr oder weniger, aufgelegt hat und von Verabschiedung kann man ja da so gar nicht sprechen, aber immerhin ist sie nicht ausfallend geworden. Ist ja auch mal was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht mich gerne noch auf Twitter und Instagram. Die Links findet ihr direkt im Profil. Jetzt seht ihr noch eine Playlist mit allen weiteren Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao.